I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting? Historischen Tatsache Ihres Besuches in Deutschland möchte mein Land anerkennen, dass Sie sich jahrzehntelang eingesetzt haben für die transatlantische Gemeinschaft, dass Sie eine hervorragende, führende Rolle in den gefährlichsten Momenten gespielt haben. Und Sie sind ein dauerhaftes Beispiel für Aufrichtigkeit, Moral und Anstand. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. Es ist für mich jetzt eine große Ehre, Ihnen die Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland zu verleihen. Herr Präsident, lieber Joe, herzliche Glückwünsche dazu. Ehrung mit einer besonderen Rede, die natürlich auch sehr persönlich war und Dinge hervorgehoben hat, die in der politischen Landschaft, würden wahrscheinlich Beobachterinnen und Beobachter sagen, nicht selbstverständlich sind. Das Wort Anstand ist da ja mehrfach gefallen. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die Europa nicht verstanden haben. Europa, das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu! Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Weil wir den Frieden wollen, dürfen wir es euch nicht so einfach machen. Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und aus der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus der Krise in der Ukraine suchen, meine Damen und Herren. Eine besondere Ehrung mit einer besonderen Rede, die natürlich auch sehr persönlich war und Dinge hervorgehoben hat, die in der politischen Landschaft, würden wahrscheinlich Beobachterinnen und Beobachter sagen, nicht selbstverständlich sind. Das Wort Anstand ist da ja mehrfach gefallen. Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Das Wort Anstand ist da ja mehrfach gefallen. Ihr habt kein Recht. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action.